Du sagst, wenn du am Start bist. Ich bin am Start. Und bitte nicht irgendwo hinklatschen. Bist du da? Ja. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ey, das können wir bitte reinschneiden. Ich halte jetzt meine Hände fest. Herzlich willkommen zum neuen Video von Road to Glory Gains. Wir machen heute Streuselstückchen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir starten mit unserem beliebten Magerquark, davon 125 Gramm. Dazu passend Himbeer-Sahne-Cookie von Queenway. Auch 30 Gramm. Gerade weil es eben so ein bisschen so eine Frauenmarke ist, schmeckt es noch süßer und man braucht keine Flavor Drops oder irgendwas. Ich kann es so hart empfehlen und ich bin sowas von begeistert. Außer, dass es ein bisschen pink ist, aber damit kann man sich auch anfreunden. Ne? Dazu 25 Gramm Dinkelmehl und noch 5 Gramm Backpulver. So, dazu noch ein Ei. So, das Ganze verrühren wir jetzt. Man sieht schon, durch diesen Sahne-Cookie, durch die Himbeer, also durch dieses Himbeer-Sahne-Cookie wird es schon so leicht rötlich. So, jetzt machen wir den Teig mit 3 Kleckse auf ein Backpapier. Als nächstes kommen hier Blaubeeren, machen wir drauf, kann natürlich auch Kirschen benutzen oder Aprikosen, was euch beliebt. Und bei einem Streuselstückchen fehlen natürlich noch die Streusel und die kommen jetzt. Und zwar machen wir die aus zarten Haferflocken. Und nehmen hier ein bisschen Kokosöl. Geben das dazu. So, und daraus kneten wir jetzt diese Streusel. Und geben die einfach hier oben drüber. Durch dieses Kokosöl gibt es eben noch so einen leichten Kokosgeschmack, der aber überhaupt nicht penetrant ist, also selbst wenn ihr nicht auf Kokos steht, ist das noch vollkommen im Rahmen. Und beim Backen geht er sowieso ziemlich raus. So, das Ganze kommt jetzt auch so circa 20 Minuten in den Ofen, immer mal reinschauen, nicht dass es verbrennt. Und auch bei 180 Grad und ja, wie es fertig aussieht, zeige ich euch gleich. So, wir haben die Streuselstückchen wieder rausgeholt aus dem Ofen, ein bisschen abkühlen lassen, denn wir machen noch ein bisschen Puderzucker drauf, keine Kalorien. Und den habe ich hier ein bisschen mit Wasser angerührt, geht auch mit Zitronensaft oder Kokosmilch. Auch sehr empfehlen. Gehen wir jetzt einfach hier so drüber. Dann kommt das dem Original schon sehr, sehr nah. So, und fertig sind unsere cleanen Heidelbeer-Streuselstückchen. Ich lasse mir die jetzt schmecken. Wenn ihr Fragen, Wünsche habt, ab in die Kommentare damit. Gebt mir einen Daumen hoch fürs Video und abonniert natürlich meinen Channel. Bis dann, euer Marcello.